Der Winter kommt auf uns zu und ich zeige Euch, worauf ihr als Roganer beim Kauf von Tiefkühlware und deren Lagerung achten müsst. Guten Morgen! Wir alle kennen die Tests, die zeigen, dass frisch geerntetes Gemüse den höchsten Vitamingehalt hat, gefolgt von Tiefkühlgemüse, von lang gelagerten frischen Gemüse und ganz am Ende konservierten Gemüse. Aber wie hoch sind denn diese Verluste eigentlich genau und was bedeutet das für den Einkauf von zum Beispiel Tiefkühlgemüse? Ganz am Anfang folgendes. Tiefkühlgemüse wird eigentlich immer blanchiert. Gerade für die Rohköstler, also nicht die Roganer, sondern die Rohköstler, ist dies ein ziemlicher Schock, da sie deswegen ganz häufig auf Tiefkühlgemüse verzichten. So, denn sie nicht Tiefkühlgemüse quasi selber einfrieren oder irgendeinen exotischen Anbieter finden, der das Gemüse eben nicht blanchiert. Blanchiert heißt kurz erhitzen. Aber daran erkennt man wieder einmal, wie Extremismus und der 100% Rohköstler in unseren Breitengraden ist für mich ein Extremist, oft mehr schadet als nützt. Warum? Wenn man das Gemüse vor dem Tiefkühlen nicht blanchiert, würde, also damit das Gemüse Rohkostqualität hätte, würde das Gemüse pro Monat bei minus 20 Grad 17 bis 18% Vitamin C verlieren. Wenn es aber blanchiert und damit vor allem die Peroxidasen deaktivierten, dann beträgt der Vitamin C Verlust nur 0,5 bis 5% pro Monat. Klar, frisches Gemüse ist das Beste, aber wenn der Winter kommt, sieht's mau aus mit frischem regionalen Gemüse. Wenn man also jetzt das Gemüse in Rohkostqualität einfrieren würde, hätte man bereits nach 4 Monaten den Nährstoffgehalt von Konservenware unterschritten. Da kann man zwar voller Freude seine Rohkostqualität aus dem Tiefkühler holen, aber da ist ja nicht mehr viel drin. Die Quelle dieser Information ist übrigens ein Buch, was ich Euch unten in der Infobox verlinkt habe, was auch generell ganz interessant ist. Das bedeutet, wenn wir schon nicht frisches Gemüse essen oder essen können und wir es lagern müssen, dann ist aus Nährstoffsicht das Beste, wenn wir blanchiertes Tiefgemüse kaufen. Plus, da müsst ihr wie gesagt nicht darauf achten, da alles Tiefkühlgemüse blanchiert ist. Und entgegen der Meinung vieler Menschen ist es auch nicht egal, bei wie viel Grad ihr euer Tiefkühlfach hier laufen lässt. Es gibt große Unterschiede innerhalb der Temperaturen, vor allem eben was die Vitaminverluste angeht. Mittlerweile haben ja viele Tiefkühlfächer auch digitalisierte Anzeigen. Aber wenn ihr nur nach den Sternen geht, also es gibt ja so 1, 2, 3 Sterne, dann für Euch kurz der Hinweis, was das bedeutet. 1 Stern Kühlfächer sind minus 6 Grad und kälter, 2 Stern Tiefkühlfächer sind 12 Grad und kälter und alles was unter 18 Grad gehalten wird, sind 3 Sterne Tiefkühlfächer. Wie ist das nun mit dem Vitaminverlust vom blanchierten Gemüse bei den verschiedenen Fächern bzw. bei den verschiedenen Temperaturen? Auch wieder exemplarisch für Vitamin C festgestellt, aber dazu alle anderen Vitamine folgen relativ, also nicht absolut, sondern relativ den Ergebnissen, die auch bei Vitamin C festgestellt wurden. Auch die schon oben angesprochenen Vitaminverluste. Aber es würde jetzt einfach den Rahmen sprengen und auch die genauen Zahlen interessieren wahrscheinlich wirklich nur die wenigsten, das jetzt alles aufzuführen. Also jedes Gemüse ist auch unterschiedlich. Aber ich habe mal aus Erbsen, Blumenkohl, Spinat, Spargel und grünen Bohnen so den Durchschnitt gebildet und errechnet. Da uns ja alle interessiert, was so grundsätzlich zu beachten ist bei den Temperaturen. Wir wissen erstmal, Tiefkühlgemüse ist blanchiert. Das ist gut, dass es blanchiert ist. Ne? Das ist ja wichtig, dass es blanchiert ist. Und deswegen, das ist das Erste. Aber nun kommen wir zur Temperatur. Also, diese genannten Gemüsesorten verlieren in einem 1-Stern-Gefrierfach bereits nach 4 Monaten trotz Blanchierung fast alle Vitamine. In einem 1-Stern nach 4 Monaten. In einem 2-Sterne-Fach, also mindestens 12 Grad minus, verlieren sie schon in 4 Monaten die Hälfte an Vitaminen und nach 8 Monaten ist dann auch kaum noch was da. Wenn man jetzt aber schon auf über bzw. unter 18 Grad minus geht, dann bleiben die Vitamine nach 4 Monaten nahezu komplett erhalten. Und nach 8 Monaten sind diese auch je nach Gemüsesorte noch weit über die Hälfte bis zu 90% erhalten. Bei einem Gefrierfach, wo man auch minus 29 Grad einstellen kann, ist sogar nach 12 Monaten nahezu 0% Vitaminverlust zu beobachten. Das bedeutet, die Kühltemperatur hat entscheidenden Einfluss auf die Nährstoffe und damit ja, den Sinn eures Essens quasi. Nun muss man aber auch beachten, dass umso kälter man den Tiefkühler stellt, umso mehr Energie verbraucht er natürlich auch. Da sind wir wieder bei der ökologischen Seite. Letztlich muss das jeder für sich selber entscheiden.
Aber wenn wir tiefgefrorenes Gemüse kaufen, legt die Kühlkette in Deutschland einen Wert von minus 18 Grad vor, was nach obigen Werten, also das 3-Sterne-Fach, auch ein guter Wert ist. Unter der realistischen Annahme, dass die Unternehmen, die diese Kühlkette quasi betreiben, ökonomisch arbeiten und dann nicht sinnlos Geld in den Vitamingehalt der Lebensmittel reinpulvern, kann man davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert schon relativ nah an diesem minus 18 Grad liegt. Also denke ich, kann man schon darauf tendieren, dass man da auch ungefähr so 20 Grad minus in seinem Tiefkühlfach einstellen sollte, beziehungsweise mindestens ein 3-Sterne-Fach hat. Und natürlich sollte man dann auch einen Blick darauf werfen, wie lange das Gemüse schon beim Händler liegt. Das ist ja auch sehr wichtig. Auf den meisten Tiefkühlpackungen steht ja immer drauf, wann es abgepackt wurde. Und ich sage mal, bei minus 20 Grad ist nach 12 Monaten die Hälfte der Vitamine weg. Und dann würde ich persönlich das nicht mehr kaufen. Also zusammengefasst, erstens macht euch keinen Kopf, dass das Tiefgemüse blanchiert ist, auch als Rohköstler nicht. Dann wärt eben Roganer, das sind die lockeren Rohköstler. Also macht euch da keinen Kopf, dass das Gemüse blanchiert ist, das ist wirklich gut, dass es blanchiert ist. Zweitens schaut bei dem Tiefkühlgemüsekauf auf das Abpackdatum. Das sollte innerhalb idealerweise der letzten 6 Monate liegen. Drittens stellt euren Kühlschrank auf mindestens minus 18 Grad ein. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und wenn euch das Video gefallen hat, und ja, dann teilt das Video sehr, sehr gerne auf eurer Facebook-Seite oder per WhatsApp mit euren Freunden, damit mehr Menschen bewusster ihr Tiefkühlgemüse kaufen können und auch wissen, dass ein das Blanchieren vom Tiefkühlgemüse, dass es durchaus wichtig ist. Ne? Und ja, dieser Vitaminverlust. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, wunderschönen und extrem positiven Tag. Bis morgen wieder, euer Christian. Ciao.